Es ist Barbarenzeit. Hallo zusammen. Ja, wir sind wieder zurück bei den Barbaren Bros. Ja, genau, wir haben das besitzt du nicht. Ich kann die Stiefel nicht nehmen, du musst sie abnehmen. Ja, mal wieder ist der gute Ten Tobi gestorben, der hier wieder bei uns ist. Hallo. Aber wir haben das Zeug ja schon wieder. Ja, besser genau. Als beim letzten Mal, weshalb wir eigentlich hier sind, weil wir das Zeug gesucht haben. Ja. Aber nicht gefunden haben. Es war weg. Ja, leider leichter Buggy von dem Spiel, aber naja. Hey, der Chat ist auch schon dabei. Hallo. Hier liegt noch Zeug. Hast du was abgeschmissen für mich? Naja, endlich habe ich mein cooles Schwert wieder. Was Cooles. Die Stiefel liegen noch da. Leider noch die Rüstung. Ja, also ist schon heiß, der Typ, ne? Man muss ja einfach mal sagen. Schon so mit freiem Oberkörper, das machen die schon ganz gut. Wie seht ihr das, Chat? Oh, da ist dieses große Krokodil. Ja, sollen wir das killen? Nee, das kriegen wir nicht hin. Okay. Dann lass uns hier hochklettern. Wir gehen jetzt zu der Höhle, ne? Zu der, Ja, dann müssen wir Zuflucht der Sünder. Müssen wir hin. Auf ihn. Wer rennt denn da mit der Fackel rum? Den hole ich mir. Oh, ich muss doch Push-to-Talk drücken. Wer reitet so spät durch Wind und Nacht? Das ist der Vater, es ist gleich 8. Ja, ist tatsächlich gleich schon hier. Oh, ich glaube, wir haben da Hyänen angezogen. Hyänen, die Tauben der Wüste. Ihr könnt mich ruhig zitieren, Chat. Tauben? Ja, weil Tauben sind die Ratten der Lüfte. Ja. Hat er schon stärkere Gegner. So, wie sieht's aus bei euch, Chat? Licht genug oder will ich mir eine Fackel anmachen? Wir holen uns hier Schwefel. Vielleicht den einen oder anderen günstigen Arbeiter. Oh, Messerkampf. Ja, Messerkampf. Kein Gegner von uns. Wo kommen denn die Pfeile her? Ja, von links hier. Aber keine Sorge, das sind keine Gegner mehr für mich. Werde ich ein bisschen großkotzig? Ich glaube schon. Ich bin bald überladen. Ich glaube, wir sollten nicht ganz durchgehen durch die Höhle. Ja, wir sollten auf jeden Fall aber alles Schwefel mitnehmen, was wir mitnehmen können.
Warst du oben? Ich dachte, da wären die Bogenschützen, aber da war keiner. Ja. Eindeutig. So, jetzt bin ich überladen. Ja, wir können weiter, wenn du willst. Aber ich nehme hier eben noch das Schwefel mit, was hier noch ist. Schwefel ist gut. Schwefel macht Mut. Schwefel stinkt rum. Ich habe jetzt hier nur 350 Schwefel. Wie viel hast du? 214. Ha! Lächerlich. Ich habe 430. Danke, Chat. Chat schreibt, Schwefel macht Mut, finde ich gut. Und so ist es auch. Schwefel ist gut. Das erkennt man schon am Geruch. Sollen wir oben rumgehen oder am Fluss? Wir könnten noch in die andere Höhle da, wo das große Krokodil drin ist. Oder die ist am Fluss da eher, ne? Ja. Ist das dasselbe Krokodil, was da auch an der anderen Seite gibt? Ja, ich glaube, das ist so ein großes. Ja, da könnten wir nochmal Schwefel holen. Ich bin bei 81% Auslastung. Ich habe aber noch ganz viel Scheiß, den ich auch noch abwerfen kann. Also dann nehmen wir noch den Schwefel. Ja. Schwefel mit und können auch gucken, ob wir noch Eisen mitnehmen da. Oh, hier kommen Hyänen. Ja. Mist. Hast du noch irgendwie Tränke oder sowas? Ja. Ich bandagiere mich einmal kurz. Ja, ich schmeiß hier mal. Aber wo bist du? Du bist gar nicht hinter mir. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ist dein Schild kaputt? Nö. Ich hab ihn noch. Das ist so ein bisschen. Der sieht so aus. Der sieht so ein bisschen scheiße aus, dein Schild. Oder? Sieht aus wie eine Holztür. Ja, ich wollte nicht, dass das so unangenehm aussieht, wenn halt jetzt mein Schild so cool aussieht und du siehst so voll runtergekommen aus, ne? Ja, das stimmt. Hey! Okay, ich nehme hier die Tränke. Der tut uns nichts. Ja, bis du ihn geboxt hast. Das war witzig. Ich würde es jederzeit wieder tun. Würde es jederzeit wieder tun. Hier gibt's auch Eisen. Moment mal. Warst du es nicht, der gesagt hat, und ich zitiere: wir haben so viel Eisen. Ja, und ich stehe dazu. Es wird spät, Leute. Ich werde ein bisschen salty. Nicht so gut. Baban! Ich nehme den Ruf aus dem Chat aus. Baban. Also ich kann nichts mehr nehmen, ne? Okay. Ich schmeiß das mal ab. Galamans Grab. Was ist denn hier das? Das goldene Gold, wie man so schön nennt, ne? So nennt man doch Schwefel. Das goldene Gold. Schwefel.
Schwefel, 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 Schwefel. Ich bin überlastet. Es ist passiert. Wir haben alle, wir wussten alle, dass der Tag kommen würde. Oh, ich schmeiß mal den Hirschkopf ab. Nicht Hirschi. Nee, jetzt mal ernsthaft, ich wusste gar nicht, dass du einen Hirschkopf dabei hast. Ich wusste es auch nicht. Ich wusste es auch nicht. Jetzt bin ich schon wieder überlastet. Mann, ey. So, ich glaube, wir sollten uns wieder auf den Rückweg machen. Ja, ich esse einfach mal ein bisschen mehr Fleisch. Schmeiß mal diese Samen hier ab. Und die 20 Holz schmeiß ich auch mal weg. Auf geht's. Komm nach Hause. Vielleicht sind ja unsere nächsten Sklaven fertig. Die kannst du auch anziehen. Hat auch so ein bisschen was, ne? Von so einem gewissen Charakter. Dass man sich die Sklaven auch anziehen kann. Warum nehme ich Rinde mit? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Aber dann hielt ich es für eine gute Idee und wollte auch mitmachen. Okay. Ich schmeiß mal alle meine Steine ab und nehme dafür mehr Rinde mit. Na gut, aber jetzt rennst du gerade weg. Wir können ja noch Eisen mitnehmen. Ja. Ah, nee. Lieber Rinde. Schauen wir doch mal auf die Karte und wir sind ja, zu Hause. Schauen wir doch nochmal, wie scheiß weit weg wir von dieser super gelegenen Basis sind. Ja, ich habe nie gesagt, dass sie gut gelegen ist. Chat, schaut ruhig in die Videos. Ich habe nie gesagt, dass sie gut gelegen ist. Ich sagte immer nur, dass sie schön ist. Na gut, vielleicht habe ich gesagt, dass sie gut gelegen ist. Sie ist auch gut gelegen, wenn man Pferde hat. Hallo? Ja, und wie klettert man mit den Pferden dann die Wände hoch? Gar nicht. Porten sich die Pferde nicht mehr? Nein. Nein? Früher haben die sich ein bisschen eine Wand hochgeklettert und dann stand das Pferd auf einmal da. Ach so, ja, doch, das machen sie noch. Ha, Portpferde. Hoffentlich kommt denn Tobi nicht. Oh Mann, ich habe hier kein Eisen abgebaut. Oh, ich bin die ganze Zeit überladen. Oh, guten Tag. Wir wollten hier nur kurz durch. Wir sollten auch gleich unbedingt endlich mal daran denken. Nee, passiert. Unseren Spawnpunkt umzusetzen. Ja. Vielleicht hätte man das da hinten abreißen sollen, ha? Huh? Ja. Aber man könnte auch irgendwann nochmal diesen Remnant machen, weil wir jetzt das ganze Material nicht haben von dem. Ja. Dieses Wurmvieh mit der wunderschönen Frauenstimme. Ja. Okay. Wo bist du? Ich laufe weiter zur Basis, ja, ne? Ich schwimme hier gerade zur Insel. Ich auch. Wie, zu welcher Insel? Bist du viel weiter als ich? Also ich schwimme ja auch gerade zu einer Insel, aber ich bin noch ein Stück weg von der Basis. Ich kann aber schon den Turm sehen, der bei uns auf der Basis steht. Aber er ist noch ein bisschen weit weg. Ich glaube nämlich, dort vorne ist die Basis. Schauen wir mal gerade, wo denn der Tatubi ist. Oh, der ist ja echt auf der nächsten Insel schon. Mist. Der gewinnt dieses nicht offizielle Rennen, was niemand gesagt hat, dass wir ein Rennen machen. Aber er scheint es zu gewinnen. Und ich werde den nicht offiziellen Preis entgegennehmen. Mist. Den wollte ich doch haben.
Wir sind satt, aber wir essen einfach noch ein schönes Stück Fleisch. Weil wir es können. Baban. Barbaren. Also ich laufe lieber als zu schwimmen. Ich habe das Gefühl, man ist schneller. Boah, mir sind überall Krokodile am Strand, auf denen ich gerade ohne Ausdauer zuschwimme. Und das ist schlecht, weil dann kann man natürlich nicht kämpfen, wenn man keine Ausdauer hat. Das stimmt. Oder auch nicht gut so weglaufen. Was ich jetzt natürlich gerade nicht muss, weil... Ja. Ich sag das einfach nur. Du bist ja ein Barbar. Also du bist für die Leute, die zuschauen, damit sie was daraus lernen. Also, Moment. Ich verstehe es jetzt gerade wirklich nicht. Bist du jetzt wirklich weggelaufen, oder? Naja, ich glaube. Ich schwimme weg. Ich glaube, die Krokodile, die du vorhin gemeint hast, die sind hier noch. Und Gas. Chat bedankt sich für den guten Tipp. Ja, was ist das denn für ein Riesenvieh hier? Ach, das ist so ein blauäugiger. Hm. Den ewigen Krieg um die Insel scheinen diesmal die Gorilla-Schildkröten für sich zu gewinnen. Ja, aber wir wissen beide, dass es eigentlich nur um das Wetter drin ging. Zurück zur Basis. Ja, ich hoffe noch darauf, dich jetzt von dem Felsen runterfallen zu sehen. Mist. Erster. Also du hast den Sieg jetzt nicht für dich deklariert, deswegen bin ich jetzt Erster. So einfach geht das. So kann ich keine... Oh, jetzt geht erstmal das Aufräumen wieder los. Das kommt da rein. Eisen habe ich auch mitgebracht. Wo ist, machst denn du hier die... nein, das nicht. Wo machst denn du hier die Alchemisten-Klamauk-Ding hin? Hallo? Ich höre dich nicht. Oh ja, ich muss wieder drücken. Wir müssen eine Kiste bauen. Ich kann das Alchemie-Ding nicht, oder? Kann ich das bauen? Wir müssen schon wieder eine Kiste bauen. Frisst du die Kisten oder was machst du damit? Nein, die müssen wir halt da hinstellen, damit wir das sortieren können. Ich stelle die immer direkt neben die Werkstätten da. Dann können wir da die Materialien reinmachen oder die halt, was man daraus gebaut hat schon. Braucht man für das Alchemisten-Ding Kohle oder so, um das anzuheizen? Ich glaube nicht. Wie weit sind denn die Thralls? Ist ja... Achso, das ist nicht der mit dem... Stimmt, die sind beide ziemlich gleich schnell... Die Pferde? Jawohl! Über die Hälfte, knapp. Sehr gut. Und die neues Gras, ne? So, für mich wird's Zeit, hier loszulegen. Und zwar bauen wir... Nö. Nee.
Das brauchen wir auch nicht. Das hier brauchen wir. 100 Eisenbarren und 50 Ziegel brauche ich dafür. Nun denn, da soll es wohl so sein. 50 Ziegel und 100 Eisenbarren. Um den verbesserten Ofen zu bauen. Was brauche ich für die verbesserte Schmiedewerkbank? 100 Ziegel. Ziegel und 100 Eisenverstärkung. Zum Glück habe ich schon 50 gebaut. Okay. Wo soll ich den nächsten... Hey, Typ! Wo soll ich den nächsten Schmiede, den nächsten Ofen hinbauen? Soll ich den einfach hier hinbauen? Ja, ne? Ist gut. Ja, kannst du machen. Ich glaube, wir müssen gucken, da wird es heiß dran, wenn man da zu nah dran geht. Ja. Was war's? Achso, nee, der ist noch gar nicht. Das ist noch gar nicht der ganz krasse. Das ist der super krasse. Der sieht übelst krass aus. Nee, aber da brauchst du, glaube ich. Egal, es gibt noch stärkere. Stärker als den? Glaube ich nicht. Ja. Spawnpunkt updaten, ja oder nein? Ah, ja. So, was kann ich jetzt mit diesem Schmiedeofen machen da? Kann ich da jetzt Eisen schneller herstellen? Oder was? Muss man lesen, ich weiß nicht genau. Also früher war es so, dass es schneller ging. Jetzt kann es sein, dass es auch weniger Ressourcen braucht. Aber da gibt es später noch so andere Öfen, wo man sich dann entscheiden kann, dass sie entweder weniger Material, also entweder stellen die mehr Material her oder sie verbrauchen weniger Brennstoff oder sie stellen es schneller her oder sowas. Mhm. Können wir schon Stahl machen? Ja. Also wir brauchen Stahl halt. Also wir brauchen diesen das Zeug dafür. Dann könnte ich nämlich eine bessere, wenn mit 25 Stahl eine bessere Folterbank machen. Ja, oder überhaupt mal eine. Wir brauchen da halt Stahlbarren für, ne? Genau, 25. Willst du den Stahl in den neuen Ofen machen? Ist vielleicht besser, ne? Ja, vielleicht. Dann haben wir das. Haben wir das immer weiter schön autistisch sortiert, wie wir das brauchen. Für so ein Wheel of Pain bräuchte ich 200 Eisenverstärkung, 75 Holzbretter, bearbeitete Holzbarren und 50 Zweren und 50 Backsteine. Ja, dann tu das. Brauchst du irgendwas von mir? Soll ich irgendwas besorgen? Kann ich machen. Gerade, ja, wenn du noch, ja, mach vielleicht mal ein bisschen Zwirn, oder? Mhm. Ich glaube, da brauchen wir wieder viel von. Und wenn du kannst, keine Ahnung, Holz besorgen, Steine besorgen, wir brauchen Ziegelsteine aber jetzt, glaube ich, demnächst viel. Ja, aber wenn dann, genau, Steine, würde ich auch sagen. Achso, habe ich jetzt meine Dolche dabei? Ja. So, die Eisenverstärkungen. Ich baue auch eine verbesserte Werkbank, ne? Schmiedewerkbank, oder? Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht kann man da bessere Sachen machen, ich weiß es nicht genau. Was mit dem Gusstisch? Brauchen wir den? Ich glaube nicht. Okay.
So. Yeah. Beladen wir uns mit Steinen. Steine kann man gut gebrauchen. Steini, Steini, Steini. Du bist mein. Ups. Bisschen Rinde. Okay, da gibt's noch mehr Steine. Sehr gut. Oh, gibt's hier viele Steine an diesem Lagerplatz. Großartig. Also, ich würde das gerne, das erste, was ich mit dem Stahlwerkzeug bauen würde, es wäre eine Sichel oder zwei, weißt du? Weil ab, ja, du warst gerade also, abgehakt, was? Dann, das erste, was ich gerne bauen würde, wenn wir das Werkzeug hätten, es wäre eine Sichel. Ja, können wir machen. Okay. Moin! Ich geh nur kurz hier durch. Das Harz her. Oh, du hast hier Seide mitgenommen, ne? Das hier ist Seide, Leute. Da kann man schönere Rüstung mitbauen. Ich weiß nicht, ob sie besser sind, aber sie sind auf jeden Fall schöner. Haben wir eigentlich irgendwo eine Schatztruhe? Wir haben einen Irrschrank, wo einfach nur ein paar grobe Fußwickel drin sind, ne? Ja, weil unsere Ausrüstung ja weg ist. So, wir brauchen dieses Alchemisten-Gedöns. Baust du eins, oder? Ich dachte, du baust das, aber ich kann es auch machen. So. Was brauchen wir denn dafür? Wo ist denn das überhaupt? Nee, ich bin dabei. Okay, sehr gut. Hast du Zwirn? Wir brauchen, glaube ich, viel Zwirn. Für den Alchemistentisch? Auch, ich mache gerade 20, aber wir brauchen ja noch für die anderen Sachen. Wieso sind hier eigentlich so viele Eisenpickel drin? Die habe ich gefunden und ich dachte, wir können so eine Dismantling-Bench bauen, repariere die nicht. Dann können wir die auseinandernehmen, dann kriegen wir das Eisen daraus. Na gut. Ach, gerade nochmal gerettet. Das. Was hab ich denn mit Salz? Ich tue es mal bei die Feuerstelle mit bei. Okay, dann nehmen wir das gegrillte Steak hier mal. Braucht ihr da noch was? Oh, ihr habt ja echt mehr zu. Ihr habt ja mehr zu futtern als wir. Das Sklavenpack. Das ist nicht meine wirkliche Ansicht über Sklaven. Also meine wirkliche Ansicht ist, dass es keine Sklaven geben sollte. Puh, da habe ich mich aber gerade nochmal gerettet. Oh, ich kann eine Sandsturmmaske bauen. Ach, dazu. Oh, wartet doch. Könnte man doch gut gebrauchen. Ja, Leute, ich denke mal, wir machen hier einen kleinen Bio-Break. Und oh, mit diesem Feuerschalenkessel, ne, wir brauchen Schwefel und Teer. Ja, ja, den Teer kriegt man aus der Gerberei. Ja, ja, ich denke, wir werden jetzt hier gleich noch eine Folge aufnehmen, aber ich werde jetzt hier erstmal einen Bio-Break machen und gleich geht's weiter. Ja, für die YouTuber, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da.
Schreibt in die Kommentare. Jetzt haben wir immer den Lagerplatz genommen. Was können wir jetzt nehmen? Ja, schreibt doch einfach. Wir brauchen noch einen Namen für die Pferde, oder? Ah ja, okay. Aber wobei, die brauchen noch. Ja, ein bisschen auf jeden Fall noch. Naja, auf jeden Fall. Ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao.